Wir haben von 1000 Meter bis 2500 Meter haben wir die Jagdgebiete da. Es sind viele Jagdgebiete, die relativ groß sind, die auch durch das relativ gut bewirtschaftet werden können, wo relativ viele Berufsjäger angestellt sind in jedem Revier. Und für den Wildstand ist das, sage ich jetzt einmal, ein Vorteil, wenn du relativ ein großes Revier hast, weil man das einfach besser bewirtschaften kann. Wie wenn viele kleine Gebiete sind, wo viele Pächter da sind. So sind einzelne große Pächter da, die was das, ihr Gebiet dann bewirtschaften. Auf die Gleirschklamm. Überhaupt, wenn jetzt das, also die Sonne aufreißt. Die Herausforderungen der Gebirgsjagd sind, dass das Gebiet relativ unwegsam ist. Das heißt, man muss eigentlich ziemliche Wege auf sich nehmen, um das Wild beobachten und bejagen zu können. Also man ist eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Wir haben ein traumhaftes Gebiet. Wir haben im Winter Schneemengen ohne Ende und im Sommer das schönste Wetter. Es gibt bei uns fast nie Nebel, fast nie, sage ich jetzt einmal, im Vergleich zum Osten von Österreich, Burgenland und so weiter, wo der Nebelanteil im, im,
herbstlichen bis frühjährlichen Teil relativ hoch ist, das gibt es bei uns so gut wie gar nicht. Im Hinterland ist natürlich auch viel Dunst und Nebel, sage ich jetzt einmal. Und das ist bei uns oben eigentlich nicht der Fall. Das Wild wird halt immer noch ein bisschen scheuer und zieht sich mehr zurück. Und durch das wird natürlich die Bejagung und Bewirtschaftung der Jagden immer schwieriger, sage ich jetzt. Weil die Abschüsse müssen erfüllt werden, speziell beim Rotwild. Und durch das wird es nicht einfacher, sagen wir mal so. Aber die Jäger müssen sich auf das einstellen und mit dem leben. Man kann von Mai weg, wo die Jagd aufgeht, bis in Dezember, wo sie dann wieder zugeht, von jedem Monat eine Wildart bejagen. Das heißt, man hat das ganze Jahr eine verschiedene Bejagung. Das fängt im Frühjahr an mit dem Birkhahn oder Auerhahn, wenn er offen ist in ungeraden Jahren. Geht dann weiter über das Rehwild. Dann kommt ab August eben die Gämsen und das Rotwild. Und in den Wintermonaten kommt dann noch die Hasenjagd dazu. So, jetzt haben wir es geschafft. Ein Traumtag heute. Wahnsinn. Wie es ihn aufgemacht hat, gell? Ja, Wahnsinn. In der Früh so schlecht, gell? Und dann so super Wetter. Das schönste beim Jagen ist für mich, dass ich heute in die Natur rausgehen kann. Ja. Mich irgendwo leise hinbewegen muss, zu einem Stand oder auf irgendeinem Baum oder diese Wurst, was im Wald halt mal umschleichen, ruhig, ich muss mich konzentrieren, muss ruhig gehen, muss einfach leise sein, darf nicht reden, Handy drauf kann es gehen. Und dann kann ich mich irgendwo hinsetzen, auf einem Stand oder am Boden zu, ist egal wohin, und dann hockst du da eineinhalb, zwei Stunden und wartest, bis etwas kommt, du musst ein bisschen beobachten. Wenn du einen Platz hast, wo du ein bisschen eine Weitsicht hast, kannst du ein bisschen mal umschauen und so weiter. Und das ist für mich das Schönste, weil da kannst du total erholen, da kommst du runter, da kannst du nur so einen Scheißtag gehabt haben. Und wenn du nach dem Jagen hingehst, bist du wieder komplett runden und erfüllt. Ja, das ist der Schwätz, gell? Das ist der Weg. Dann Zeit. Das Problem ist auch, dass das Verständnis der Bevölkerung, die was mit der Jagd nichts zu tun hat, nicht immer vorhanden ist. Aber da fehlt es dann, da können aber die Leute oft einmal nichts dafür, weil einfach die grundsätzliche Aufklärung fehlt. Man muss die Leute einfach mehr aufklären und ihnen das auf eine normale Art und Weise sagen. Weil ich kann halt sagen, verschwindet da, als ob es da nichts zum Suchen. Oder ich kann halt sagen, du Bittchen, da haben wir Wildeinstand, Bittchen geht's da nicht durch, geht's aus, nur man kann das denen Leuten erklären und sie verstehen das auch. Aber man muss das auf einem normalen Weg machen. Und das ist für, wie man halt im Wald reinschreit, so kommt's raus.
Peter, der würdige Abschluss einer Hirschjagd ist ja dann die Zubereitung des geschossenen Wildbrets. Und im Restaurant zum Hirschen werden wir heute deine Hirschmedaillons gefüllt mit Pilzen jetzt sehen und du wirst deine kleinen Geheimnisse ein bisschen preisgeben. Ja, natürlich, selbstverständlich. Es gibt eigentlich insofern kein großes Geheimnis. Wir brauchen ein schönes Hirschrückenfilet. Das muss man dann zum Schmetterling schneiden. Einmal, zweimal. Und für eine Portion braucht man zwei Schmetterlinge. Die tun wir mit dem Prädiereisen gut bearbeiten. Das Ganze wird dann leicht gepfeffert. Etwas Salz. Und dann können wir es einmal eine Weile auf die Seite geben. Wir haben hier Kräuterseitlinge und Herbsttrompeten, auch wieder momentan sehr aktuell. Die wir einfach zerschneiden. Bei guter Hitze dann mit Zwiebel ansortieren. Und da somit die Hirschmedaillons dann füllen. Für die Fülle nehmen wir eine Zwiebel, geben das in eine heiße Pfanne mit Olivenöl, lassen das ganz kurz anschwitzen, die Pilze dazu. Das Ganze wird dann gewürzt mit Salz und Pfeffer. Kurz sortieren. Der Grundgeschmack von den Pilzen ist ja schon da, da braucht man nicht mehr allzu viel machen. Frische Pilze sind halt einmal im Geschmack sehr intensiv. Man braucht auch nicht wunderbar, welche Gewürze nachher dazufügen. Salz und Pfeffer ist meiner Erachtens ausreichend. Und etwas Petersilie noch dazu. Man sieht schon, der Pilzsaft gerätet aus. Ja, es riecht schon köstlich. Und vom Aroma, glaube ich, ist es, ja, herrlich, ja. Ist es ja was Einzigartiges. So, die Medaillons werden befüllt. Zusammengeklappt, gewürzt haben wir sie ja schon davor. Und jetzt können sie schon in die vorgeheizte Pfanne. Geben wir ein bisschen frischen Rosmarin dazu. Das Fleisch nicht anstechen, ja, wegen dem Fleischsaft. Wenden wir das Ganze. Noch ein bisschen Hitze. Und gebe es dann ins vorgeheizte Rohr, ja, und lasse es noch ein paar Minuten stehen und es ist eigentlich dann schon zum Servieren befreit.
der Verschuss da vorne. Bravo. Gratuliere. Halten uns heil. Halten uns Dank. Super. Okay. Gleich. Steigerhülsche. Ja. Richtig, oder? Ja. Ja. Ich habe gesehen, wie du geschossen hast. Dann ist schon 5 Meter weiter. Auf einmal habe ich gesehen, da war irgendwas. Und dann hat man da herinnen gehört. Ja. Ich war so krass. Mit dem zweiten Schuss hast du nicht geschlagen gemacht. Da war es immer in der Mitte. Ja. Ja, also ich habe immer noch mitgehen können. Ich habe ihn freihändig versucht.